ESO-Lappen, übertriebenes Method-Acting, nervige Sängersprecher, Wellnessbügler, Pferdemädchen. So. Name? Nodj Michael. N? A, G, Y. G, Y. Nodj. Nodj. Geburtsort? Leonberg. Das tut mir leid. Nationalität? Deutsch. Erlerntes Instrument? Naja, singen halt. Erster Vorwurf, Michael, nervige Sängerspreche. Du sprichst immer schön gestützt und klangvoll. Geht das nicht auch normal? Also, du hast selber Sänger, die immer mit ihrer Stimme da durch die Kantine und so weiter. Das tue ich tatsächlich, ja. 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 Man muss sich im Leben sehr oft untreu werden, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber merkst du, dass du ab und zu so machst? Mm. Den? Ist das ein Tick oder ist das bewusst, um zu checken, ob die Stimme zur Not immer noch so da ist? Ja, diese gewisse Neurose, Stimme ist noch da oder Stimme ist weg. Du versuchst dich auch immer sehr gewählt auszudrücken, man merkt es auch so in Interviews. Wirkt auch so ein bisschen altbacken und künstlich. Die Frage ist, verstehst du deine Zeit noch? Wir machen mal schnell den Jugendsprachetest. Was ist denn Absängern? Nur ich stelle mir da einen lauschigen Abend nach der Probe vor, wo man einfach mit Kollegen noch ein Trinken geht. Also es ist eher so wenig Proben, nur schlau auflabern. Das ist Absängern. So. Baritönen. Was ist das? Klugscheißen. Nicht wirklich hoch oder tief singen können, das ist Baritönen. Ja. So Volksstimme, ja. Und Chinning. Wie bitte? Chinning. Chinning? Ja. Doppel- bis Trippel- bis Quadruppelkinn machen? Ja. Es ist die Doppelkinn-Challenge, bei der man Selfies mit Doppelkinn postet. Klasse. Willst du mal eins machen? Unbedingt. So, oder? Ja, ein bisschen mehr noch hinterdrücken. Ja, mehr so. Ja, dann kommt aber auch der Sängersprech wieder. Ja, sofort. Hallo, ja. Hier sieht man schon schön 1, 2, 3 Wellen immerhin. Das war fast Double Chilling oder sowas. Auf die Dächer zwischen blassen Wolken scheint ihr Mond erfüllt. Ein Student dort auf der Gassen singt vor seiner liebsten Tür. Übertriebenes Method Acting, Michael. Michael, eine deiner Paraderollen in der Zauberflöte ist ja der lustige Vogelhändler Papageno. Du hast offensichtlich auch schon bei Wet T-Shirt Contests teilgenommen. Welcher Platz, Michael, war das? Oder hat dich Kaufmann da vom ersten weg verdrängt? Oder Erwin Schrott? Ich glaube, das war keiner der genannten Kollegen. Das ist so mein Gefühl, auch häufiger nach Vorstellungen. Wenn ich denke, der Tenor hat wieder grandios und so und Sopran auch. Und unser einer bleibt dann halt so ein bisschen im Regen stehen oder stirbt im schlimmsten Fall. Das ist halt stimmfachabhängig. Und das ist so dein Schicksal? Das ist meistens das Schicksal, ja. Und da gibt es ja nur noch Wasser und... Und dann gibt es einfach die, in diesem Fall war es eine vorgewärmte Dusche aus dem Schnürboden, wofür ich sehr dankbar war, weil das Ganze in Oslo stattfand, wo es wirklich frisch war. Also auch warm Dusche, ich bekenne mich schuldig. Als jemand mit ungarischen Vorfahren liegt dir der Umgang mit Pferden natürlich im Blut. Nächster Vorwurf, Pferdemädchen. Michael, schon im Kindergarten warst du verhaltensauffällig, warst nicht so beim Fußball und beim Herumtollen mit dabei. Außerdem liebst du auch bis heute noch sehr Pferde. Sind sie die einzigen, die dich wirklich verstehen? Ich glaube nicht mal die. Aber es gibt schon so eine gewisse Zuneigung. Die können viel ab und sind im Zweifelsfall sehr milde, was sie von den Wesen um mich her unterscheidet, wenn ich verhaltensauffällig mich zeige. Pferde sehen es mir nach und der Rest meistens nicht so. So in meinen jungen Tagen hab ich manche Sommernacht auch die Laute hier geschlagen und manch lustiges Lied ertragt. Nächster Vorwurf, Michael, ESO-Lappen. Michael, auf deiner Homepage steht der Sinnspruch, mit beiden Beinen fest auf dem Boden nach den Sternen greifen. In welchem Glückskeks hast du den gefunden? Das weiß ich nicht mal mehr. Aber ich fand es ein schönes Bild, also verankert irgendwie zu sein auf dem, was so um einen herum stattfindet und trotzdem nach irgendetwas Höherem streben. So ein bisschen ist es ja auch, was die Musik so ausmacht. Also man kann wühlen und wühlen und wühlen und kommt da aber nicht irgendwie weiter und findet auch die übergeordnete Idee nicht. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen Anliegen. Also, dass man
Dinge in Verhältnis, in irgendeine Beziehung zueinander setzt und eben nicht nur dieses, sagen wir mal, Apollinische bedient, sondern eben auch sowas Erdiges, Dionysisches. Und in diesem Spannungsfeld wäre es doch eigentlich schön, wenn Musik stattfinden würde. Im besten Fall tut sie das ja auch. Wir haben auch noch ein Beweisstück aus deiner Garderobe. Mhm. Das ist hier so ein Duftding, Frozen Mistletoe. Ist das auch so eine Masche, diese ganze ESO-Geschichte, um Frauen in die Kiste zu bekommen, wenn man schon nicht als Tenor oder so glänzen kann, dass man... Damit wäre es dann vorbei, glaube ich. Also bilde ich mir ein, ich bin da kein Experte. Und ich glaube aber, mit Duftstäbchen in der Garderobe und Frauen oder irgendwelche Bekanntschaften zu machen, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Also Red Shirt oder... Lass sie mit dem Tenor sprechen und zur Klugheit finden. Aber... das ist vermutlich keine besonders aktive Herangehensweise. Nee. Also so den Ausschuss dann. Bin da wirklich überfragt. Also rollenspezifisch sind eben die Leider und die immer zur Seite stehen und sagen, ich liebe dich so sehr, aber ich kann es dir nicht sagen. Müssen wir neue Opern schreiben eigentlich, ne? Es gibt so wenig heldische Baritonpartien, die zur Erfüllung gelangen. Das ist schon erschreckend. Also zumindest auf der Opernbühne ist man da meistens schlecht beraten, wenn man Bariton ist. Mhm. Traurig. Nächster Vorwurf, Wellnessbügler. Du bügelst vor einem Konzert oder vor einem Auftritt zur Entspannung. Mhm. Aber wir wollen checken, kannst du das wirklich? Wir machen den Test. Aha. Eine Minute Zeit fürs Hemd und bitte. Oh, das ist ganz schön groß. Ja. So, der Dampf kommt hier raus. Spritze auch noch rum. Ah, Mist, das war der Wasserknopf. Entschuldigung. Musik beim Bügeln, ist das sowas? Das wäre toll. Haben wir das? Wow. Mhm. Versuche, keine Falten reinzubügeln, wo keine sein sollen. Drei, zwei, eins. Mhm. Ja, danke. Also, die beiden Seiten sind jetzt schon mal, ich finde, auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg. Es tut mir leid. Hm, na gut. Und du, du fröhlicher Geselle, singe, sing nur immer zu. Sing nur immer zu. Wir kommen zum letzten Teil unseres Verhörs, dem Kreuzverhör. Vögel mit Papagena oder Flöten mit Tamino? Vögel mit Papagena. Nackt auf dem Albumcover oder nackt auf der Bühne? Photoshop, Albumcover. Eine Stunde schweigen oder eine Stunde stillsitzen? Schweigen. Sterben auf der Bühne oder im Flugzeug? Wenn es schön ist auf der Bühne, beim Fliegen ist es meistens schön. Aber lieber Bühne, glaube ich. Gut. Also, er hat schon irgendwie so Prinzipien, aber er macht dann so einen auf moralisch, na gut. Selfie war okay, das hat er hingekriegt, Doppel-Chinning. Mhm. Naja, aber ich würde sagen, seinen Pilotenschein muss er erstmal abgeben. Ja. Oh, nö. Damit er nicht zu weit hier... Bitte nicht den Pilotenschein. Singst du dann auch beim Fliegen? Natürlich. Ja. Der hört dich keiner. Ja, allein dafür müsste man dich eigentlich einbuchten, aber du kommst noch mal rum. Hier, eidesstattliche Erklärung, ich versichere bei Eide, alle Fragen der Wahrheit entsprechend beantwortet zu haben und so weiter. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Michael. Ich bedanke mich aufs Herzlichste. Mhm. Ja, jetzt bist du erleichtert, ne? Doch, ziemlich, ja. Zurzeit ist viel Bratsche, ist viel Bratsche bei uns im Keller. Viel Bratsche bei uns im Keller, ja, und der ist wirklich...